Jo Leute, was geht ab? Und zwar seid ihr jetzt live, na was heißt live dabei, jetzt geht's los mit Clash Royale. Das heißt also, ich lasse euch mal so ein bisschen teilhaben. So, passt das? Ja, bestimmt. Hier habe ich nämlich oben, das werdet ihr in einem anderen Ankündigungsvideo gesehen haben. Was ist denn da so oben? Und zwar folgende Sache, ich habe hier mir eine Halterung gekauft. Die einfach nach oben gemacht. So, jetzt gucken wir mal, dass wir die hier mal so ein bisschen hin und her schieben. Dann ist die hier jetzt zu befestigen. Nein, es ist kein Product Placement. Also wie gesagt, wenn ihr sowas mal sehen solltet, dann werdet ihr das auch mitkriegen. Also, ihr wisst, was ich meine. Ich würde einfach ein Product Placement halt zeigen. So. Schisse. Hier muss ich das anders machen. Und zwar so. Zack. Dann habt dann, oder beziehungsweise nicht habt ihr, sondern habt ich einfach die Möglichkeit, dass ihr das dann hier so seht. Dann drehe ich das gleich nochmal. Zaboom. Dann könnt ihr mich nämlich ganz normal über Facecam sehen. Und dann ist das schick. So. Und dann haue ich das nämlich an die Elgato ran und dann sollte das halbwegs laufen, weil ich will das nicht, dass man immer diese ständige, hier, also ich glaube, so wäre es am besten, wenn ihr es dann so seht, ich spiele, ich daddel und ihr seht mein Gesicht gar nicht so wirklich, sondern dann kommt es halt über die Facecam so und bin ich eben so am daddeln und das, also beziehungsweise eben so am gucken, aber dass man halbwegs ein bisschen noch mich dabei sehen tut, tun kann. Wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ja, reingehauen. Jetzt kommt das Video. Bis dann. Ciao, ciao. Hallihallo Leute, hier seid ihr richtig. Der Gusua spielt Clash Royale. Die erste Folge ging natürlich schon wieder mal voll in die Hose. Das heißt, ja, ich habe ein little Problem gehabt. Lief nicht so mit der Aufnahme, aber vollkommen egal. Ich lasse mich davon nicht beeindrucken. Ich hau mal noch was raus. Und zwar geht es darum, ich zeige euch hier mal mein Deck. Ich bin mit dem Deck nicht so ganz zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe den Riese dabei, ich habe den Mini-Packer dabei, ich habe den Prinz dabei, was jetzt so meine drei, ja, guten, hochwertigen Karten sind. Ich denke mal, von den durchschnittlichen Elixierkosten mit 3,6 bin ich eigentlich ganz gut. Ich mag das auch, dass ich halt eben noch relativ viele Truppen dabei habe, die nicht so viel kosten. Aber ich bin da trotzdem noch nicht so ganz zufrieden mit. Genau, wir gucken mal in die letzten Angriffe rein, beziehungsweise in den letzten. Den habe ich richtig gegen die Wand gehauen. Den möchte ich euch gleich zeigen, aber vorher gucken wir uns mal den davor an. So, hier ist natürlich geil, dann sieht man immer gleich, was der Gegner hatte. Das weiß man natürlich vorher sonst nicht, ganz klar. Also Riese und Packer gedroppt. Oh, ist ja schon fast ein bisschen schnell. Zack. Und guckt euch das mal an. Riese halt vorne, klar, Riese geht jetzt down. Und er hat einen Prinz und da muss ich natürlich gucken, dass das so halbwegs passt. Und jetzt haut er noch einen Rage raus, die alte Sau. Fand ich nicht so lustig. Trotzdem konnte er meinen Turm nicht komplett killen. Und ich hau hier einfach mal ganz Cass einen Riese raus. Und dann natürlich gleich wieder was hinten ransetzen, weil der Riese alleine kann natürlich nicht so viel. Ich habe mich hier in dem Fall für einen Packer entschieden. Und das lief auch ganz gut. Die Koboldhütte ist down. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt muss natürlich noch mehr kommen, ganz klar. Und ich sehe, der Turm ist down. Das ist natürlich ziemlich nice. Und wenn man erstmal hier den Mini-Packer dann dran hat, dann knallt der auch richtig gut rein auf jeden Fall. So, jetzt natürlich. Ach, das war's sogar schon. Ja, okay. Besser geht's ja gar nicht. Das lief ganz gut, aber nichtsdestotrotz möchte ich natürlich auch zeigen, wie es halt läuft, wenn es halt nicht so läuft. Und zwar möchten wir uns den ansehen. Und der ist sogar nur Level 4. Und guckt mal, ich meine, das war echt schon so eine geile Geschichte hier, wo das lief eigentlich am Anfang ganz gut. Ich mache mal auf 2.
Und das hat eigentlich ganz gut gepasst. Bis hierhin sieht das ganz, ganz niedlich aus. Riese geht vor, Prinz ist hinten dran. Und Prinz und Packer, es sieht ganz nice aus hier. Turm geht down, einwandfrei. So, alles cool. So, und jetzt gucken wir mal. Moment, langsam mal wieder. Jetzt habe ich halt die Möglichkeit, wirklich schon weiter vorne halt meine Truppen zu setzen, klar. Und dachte mir auch, oh, wie reißt du das jetzt? Wie reißt du das jetzt? Ich habe die Pfeile. Ich glaube, die Pfeile verwende ich auch. Ja, genau. Zack. Die Skelette sind down. Und jetzt muss ich halt natürlich gucken, genau, dass ich halt den Ritter abwehre. Ganz klare Geschichte. Und ist mir auch halbwegs gut geglückt. Und dachte ich jetzt auch, gut, okay, komm, jetzt musst du halt langsam mal ein bisschen was reißen. Und habe mich dann für den Prinz entschieden, der gleich natürlich auf den gegnerischen Riese raufgeht. Lief auch ganz gut. Riese ist gleich down, kann nicht mal irgendwie hitten, einwandfrei. So, und jetzt sieht das hier echt mega geil aus. Jetzt kommen wir das Skelette. Nee. So, und der Sack hat natürlich schon Ritter auf 5. Und jetzt 60 Sekunden verbleiben, das heißt doppeltes Elixier. So. Riese gedroppt. Und hab mir halt gedacht, okay, komm, jetzt machst du den Turm fertig. Ganz klare Nummer. Prinz gesetzt. Und jetzt hat er eben gedacht, cool, 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 ich gehe hier einfach mal mit dem Riese nach unten. Und dachte mir halt auch, das war sein Fehler. Weil er halt eben seinen eigenen Turm nicht mehr wirklich beschützt hat. Das heißt also, ich natürlich auch am Truppen droppen hier. Und ja, dann hat er das aber doch noch relativ gut handeln können. Und ich dachte mir auch, komm, komm, unten brauchst du nicht wirklich weiter Richtung kümmern. Greif jetzt diesen scheiß Turm da oben an, dass der halt richtig auf den Sack bekommt. So. Okay. Und jetzt hat er das aber oben so krass gut gemacht, dass ich da halt echt keinen Stich gesehen habe. Und dann musste ich halt eben auch unten wieder verteidigen. Ich mache mal hier auf 2. Dass der mir halt meinen Turm nicht killt. Klar. Und dann hat der doch tatsächlich echt sich mit der Walküre da rangesetzt. Und guckt euch das mal an. 600 hat er noch. Guck mal, wie knapp das ist. Und zack, hat der meinen Turm gekillt. Und dann war's das. Schade. So sieht's aus. Jetzt gucken wir mal weiter. Wir gehen auf... Nee, die habe ich leider nicht. Achso, ja. Wie gesagt, für die, die in den Clan mal reinschauen wollen, hier ist der Hashtag. Und ja, momentan voll. Klar. Kennen wir ja nicht anders. Was ihr jetzt im letzten nicht gesehen habt, ich habe es gerade gemacht in dem letzten Video, was mir halt eben abgekackt ist. Ich habe mir die Pfeile gegönnt. Das heißt, ich hatte irgendwie, was weiß ich, 20 Karten brauchte ich noch für die Pfeile, für das Upgrade. Und die habe ich mir einfach mal gegönnt, einfach mal mit Gold gekauft. So, gucken wir mal hier. Nee, Hog Rider habe ich auch noch nicht. Ich gehe mal wieder auf Kämpfen. Mal gucken, ob wir hier noch was reißen können. Dumm die dumm. Na, ich springe links. Aber jetzt fehlt mir natürlich hier schon der Riese. Wow, okay. Wow, warum wow? Aber egal. Gucken wir mal. Jetzt muss ich natürlich auch schon gucken, was er grundsätzlich für Truppen hat. Also er hat eine Hexe, okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass er keine Truppen hat für Flächenschaden, also sprich Pfeile oder sowas, dann kann ich das natürlich ausspielen. Dann kann ich mich da natürlich gut bewegen. Ah, da. Ich muss auf jeden Fall verteidigen. Auf jeden Fall. Das ist es auf jeden Fall wert. Oh, komm, komm, komm. Walküre. Walküre, Blödsinn. Musketieren. Muss jetzt hier definitiv raus. Alter, ich sehe mich schon wieder richtig hart auf den Sack bekommen. Unschön. Unschön auf jeden Fall. Oh, mein erster Turm ist down. Mein erster Turm ist down. Und wo hier, wo ich mir sage, echt, wie kann er mich so hart in den Arsch... Ihr wisst, was ich meine.
Wie kann er mich da so hart rankriegen? Und, ich meine, ich habe ja ein paar Truppen. So ist es ja nicht, dass ich jetzt sagen könnte, oh, ich habe nur die teuren Truppen. Das ist ja nicht der Fall. Aber da sitze ich dann halt teilweise echt da und denke, scheiße, warum kriege ich hier so auf die Fresse? Hier machen wir mal nochmal ein bisschen Action mit dem Bogenschützen. Ja, genau, jetzt kann ich, glaube ich, anschließen und hoffentlich... Ja, hier kommen Musketieren, Randa. Ja, das wird nichts. Das, jetzt droppt er hier schon den Riese. Und ihr seht es halt wirklich, ich bin mit dem Deck halt wirklich in Anführungsstrichen überfordert, muss ich knallhart sagen. Da muss ich mich auf jeden Fall bessern. Gebt mir einfach mal Tipps. Was würdet ihr machen? Wie würdet ihr das halten? Zack, und das Ding ist schon wieder down. Da sehe ich keinen Stich. Nicht mal einen Turm hier gekillt. Aber wie gesagt, für mich ist es halt auch wichtig, ihr seht das halt wirklich, ich bin da nicht der King drin oder sowas. Und ich will mich da auch nicht irgendwie von meiner besten Seite immer zeigen oder sowas. Nein, ihr seht das halt. So, jetzt warte ich und würde dann halt wieder Riese und Prinz zeitgleich setzen. Ich hoffe, dass das... Ja, doch, ich probier's. Den jetzt wirklich noch irgendwas entgegenzusetzen, weil es ist in Anführungsstrichen nur ein Dreier-Riese. Ich warte und setze dann den Mini-Packer. Ich denke mal, das sieht hier ganz nice aus. Der erste Turm ist down gegangen. Die Luckys, denke ich mal, da lasse ich es drauf ankommen. So, jetzt haben wir die Möglichkeit... Oh, krasses Pferd. Krasses Pferd. Jetzt müssen wir überlegen. Doch, ich beschütze hier mal meine Türmchen. Und dann kann ich garantiert den anderen Turm auch noch wegknallen. Ich hau hier jetzt den Riese raus. Und mit kleinen Truppen wieder deffen, auf jeden Fall. So, jetzt ist der Riese schon sehr weit vorgeschritten. Das ist natürlich mega geil. Der macht sich natürlich aus den anderen Truppen halt gar nicht. Der sagt sich, gut, okay, draufgekackt. Auch wenn mich hier jetzt einer anhittet, vollkommen egal. Ich gehe halt nur auf mein Ziel, was ich halt habe. Und dann war es das. So, gucken wir mal hier. Valkyrie down. Jetzt geht mein Turm down. Oh, knapp. Gut. Auf jeden Fall sehr nice, dass der... Ja, okay, jetzt... Oh, jetzt haut er mir den kaputt. So, jetzt wollen wir natürlich was sehen. Wir haben zwei Truppen auf seinem... Ja, auf seinem Terrain. Und jetzt geht er down. Er geht down. Er geht down. Er hat es richtig schön abbekommen. Und so soll das laufen. Auf jeden Fall. Gucken wir mal. Cooles Ding. Das soll es erstmal gewesen sein. Wie gesagt, haut eure Tipps raus. Wie würdet ihr das Deck im Bereich Level 5 machen? Was haltet ihr von meinem Deck? Wo sind da Verbesserungsvorschläge? Haut wirklich einfach raus, weil ich bin da halt echt so ein bisschen kleiner Noob. Würde mich halt freuen. Wie gesagt, ansonsten in einem Stream, wenn es mal sowas wieder gibt, dann würde ich halt auch sagen, kommt, passt auf, ihr könnt gegen mich spielen. Aber wie gesagt, dann sollte das halbwegs fair ablaufen. Also sprich, dann sollte man levelmäßig ungefähr gleich sein. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Runde. Clash Royale, Clash of Clans oder GTA. Ciao, ciao.